Yo, ho, ho, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Ich will jedes Mal bei Elder Scrolls sagen, frag mich nicht warum, irgendwie ist es mittlerweile schon drin. Wie auch immer, wir haben andere Dinge zu tun, nämlich hier uns weiter zu unserem nächsten Ziel begeben und irgendwie ist die Musik gerade so bedrohlich, ne? Als ob irgendwas los ist. Aber, also ich weiß gerade nichts, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier ist ein Arzt und... Hey, was ist dein Problem? Ich bin doch schon unten. Chill mal. Was geht denn ab? Warum... Er wollte mich töten. Er hat seine Waffe gezogen. Was soll ich denn machen? Na. So nicht. So, und wieder mal zeigen, wo der Hammer hängt. Oh, seltene Herausforderung. 5 Wachen innerhalb von 10 Sekunden. Tja. So, das kriegen wir doch locker hin. Immerhin hat er ein bisschen was für mich. Ah, eher weniger. Ist ja auch wurscht. Ach, ich kann mir doch sowas eh nicht leisten. Ich habe nicht mal ansatzweise genug Bares gerade bei mir. Schade. Und eine Bank ist wohl leider auch nicht in der Nähe. Naja, man kann nicht alles haben. Also, weiter geht's. Nee, ich möchte gerade keinen Laden kaputt machen. Verlockend, aber muss nicht sein. War das nicht? Ja, das war das Schiff, wo die Anführerin der Prostituierten gekillt wurde. Arme Dame, die hat's echt nicht verdient. Und wir machen uns, ja, leider schwimmenden Weges nach und nach unseren Weg Richtung unseres nächsten Auftrages. Schwimmi. Warum kletterst du so seltsam mit den Händen an einem Strand hoch? Das macht nicht wirklich Sinn, Ezio. Mach, wie du denkst. Wartet mal, was habe ich denn da gerade auf der Karte gefunden? So, wo wir gerade auch zulaufen. Angesichts dieses Wolfkopfes gehe ich einfach mal ganz stark davon aus, dass es eine Mission ist bezüglich dieser Romulus-Typen. Auch sehr interessant. Die werde ich natürlich auch alle machen, weil, ne, wenn schon, denn schon, ihr kennt mich ja. Gibt es hier nicht irgendwie Truhen oder so, die man hier am Wegesrand mal finden könnte? Das wäre mal eine ganz willkommene Abwechslung. Sieht aber leider gerade nicht danach aus. Ne. Ja gut, man kann nicht alles haben. Wartet mal, da ist irgendwas Rotes auf der Karte gewesen. Verdammt, ich war wohl zu langsam. Hab's zu spät gesehen. Egal. Dann also den nächsten Auftrag, der wahrscheinlich auch diesen Eingang hier dann im Endeffekt freischalten wird. Mal schauen, welcher Gilde wir diesmal auf die Sprünge helfen sollen. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Ach, La Volpe, die alte Socke. Lebt also auch noch. Doppelagent. Und Machiavelli? Ein Bösewicht? Ich glaub ja nicht. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen und La Volpe überreden sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. Bei der Verringerung des Bekanntheitsgrades nicht entdeckt werden. Bis zum Treffen mit La Volpe in der Diebesgilde unentdeckt bleiben. Okay. Versuchen wir mal, unentdeckt zu bleiben, hm? Erstmal müssen wir La Volpe auf dem Markt treffen. Dazu hole ich mir am besten mein wunderschönes Pferd. Hey. Mein Pferd ist mal wieder so richtig stürmisch drauf heute. Wir merken schon. Ah, na, also. Fette Dreckskuh sitzt da auf ihrem Pferd. Nö, ging ja aus dem Weg. Unmöglich, dieses Pack. Echt. Haben alle kein Benehmen, wissen nicht, wie man sich auf der Straße richtig verhalten soll. Die sollten mal in Ruhe die STVO lesen und dann nochmal nachdenken, was sie gerade falsch gemacht haben. Ah, ich weiß, ich habe einen Plan. Ich habe einen. Er geht leider nicht bis auf ein Papier. Ich dachte, das Pferd geht ein Stückchen weiter. Oh lala.
Ah, das lohnt sich doch schon mal. Sehr schön. Tada! Roter Jaspis, mal eins. Und wir sind auch schon fast beim guten La Volpe. Gibt's ja auch eine Kiste? Nee, leider nicht. Da hinten vielleicht? Auch nicht. Jetzt wollen sie mich aber ehren. Ach, Mann. Nehmen wir halt mal wieder eine Medizin, haben wir schon lange nicht mehr. Und jetzt ist La Volpe direkt über uns, das Ding ist... Oh, Mann, Ezio, du solltest eigentlich hier hoch, genau. Die Kiste da hinten möchte ich mir gerade absolut nicht entgehen lassen, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Wo soll die denn sein? Ich tippe mal hier oben. Ja, ich lag richtig. Bitte was Wertvolles. Glas mit Blutegeln. Oh ja, wahrhaft wertvoll. Eines Königs quasi würdig. Oder auch nicht. Und La Volpe trifft uns mal wieder hoch oben. Na dann, ich hoffe, du hast mir keinen Bären aufgebunden. What the fuck? Hilfe! Oh oh. Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Okay, jetzt muss ich mich also ein bisschen beeilen. What the fuck, wo kommt ihr denn her? Okay, also mit Wurfmessern am besten mal ein bisschen arbeiten. Wozu habe ich die Teile denn? Na, treffe ich auch mal? Hallo? So, hier stirbt... Oh, jetzt ist auch egal. Echt scheiß drauf. So, schon mal einer weniger. Da ist noch einer. Verdammt, ich habe leider den falschen Mangel gerade rausgesucht. Egal, scheiß drauf. Ah, hoffentlich killt er den anderen nicht. Oh Gott, der Junge lebt noch. Gott sei Dank. Schnell. Sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Okay. Jetzt müssen wir also La Volpe erreichen und dabei unentdeckt bleiben. Na, klasse. Oh oh. Dann gehen wir doch mal besser hier entlang. Wow, wow, wow. Oh, wow. Nein! Oh, der Kleine sollte mir doch folgen. Obwohl, denk nochmal kurz drüber nach, Alex. Wie soll dir der Junge auf dem Dach folgen, wenn du... wenn der gerade einen kaputten Arm hat, ne? Gut. Darauf hätte ich selber kommen müssen. Also nochmal. Wollen wir mal schauen, ob wir hier ein bisschen untertauchen. So, Schritt für Schritt. Ja, Alter! Was denn jetzt schon wieder? Ich war doch mega langsam unterwegs. Braucht der so lange? Oh, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich bin es gar nicht gewohnt. Ich hasse Escort-Missionen. Ich meine, wer schon länger meinen Kanal kennt, der weiß, wie ich Escort-Missionen hasse. Die schlimmste Form von Mission in jedem Videospiel aller Zeiten. Seht ihr, er kann doch rennen und laufen. Wo ist denn das scheiß Problem? Der Assassine könnte unsere Hilfe sicher brauchen. Aber wie? Was können wir tun? Okay, so. Seht ihr, diesmal ist er dabei. Ich verstehe den Jungen nicht. Da hinten sind Wachen. Das Problem ist, da komme ich so schnell nicht vorbei. Da hinten sind auch welche. Ich bräuchte welche, die genau in die entgegengesetzte Richtung laufen. Warte mal, vielleicht schaffe ich das? Schritt für Schritt quasi. Ja. Was glaubst du, wo er hier ist?
könnte unser Mann sein. Was? Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt mal ernsthaft. Oh Mann. Weil auf einmal kam die Meldung, dass er sich schon wieder zu weit entfernt hat. Was macht er denn? Ich glaube, ich muss am besten einen ganz anderen Weg gehen, weil hier scheint das ja irgendwie gar nicht zu funktionieren. Und dann achte ich halt wie bekloppt auf diesen doofen Kackjungen. Gut, Claudio, folg mir, du dummes Stück. Muss ich ihm auch noch beibringen, wie man sich die Nase schneuzt, wenn wir schon dabei sind. Kommst du da hoch? Was jetzt? Kommst du jetzt hier hoch oder nicht? Warnung, entferne zum Ziel verringern. Was zum... Das reicht schon. Seht ihr? Ich muss echt quasi immer im Sichtkontakt bleiben und direkt neben ihm. Ist das ein nerviger Scheiß. So, zack. Okay, warten wir erstmal hier. Sie schleppten mich in eine Gasse und droschen 10 Minuten auf mich ein. Ich sagte, ich habe kein Geld. Ja, die Gruppe da hinten wäre ja top gewesen. Das Problem ist, sie ist jetzt schon so weit weg. Und einen anderen Weg kann ich gar nicht nehmen. Naja, ich habe keine Alternative, leider. So, Claudio, warte in Ruhe. Genau. Jetzt warten wir, bis diese Gruppe woanders langläuft. Oder zurück am besten. Gute Leute, gute Leute. Sehr gute Leute. Wow, wow. Jetzt muss ich aufpassen, da bloß nicht rauszukommen, sonst bin ich am Arsch. Okay. Ja. Puh, das war knapp. Aber ich glaube, die volle Synchronisation... Halt, halt, nein. Nein, 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 nein. Claudio. Ey, nein, das... Das ist ein Witz, oder? Der bleibt da oben an der Kante oder so ein Scheiß hängen und ich werde dafür bestraft. Dafür, dass der 2 Meter weg war. 2 Meter. Oh. Also nochmal. Können wir denn hier entlang? Geht das vielleicht? Das ist wahrscheinlich genauso beschissen, oder? Ich habe direkt diese Wachen hier. Naja, immerhin bin ich etwas schneller da. Etwas. So, schnell. Und wehe, du machst den Scheiß nochmal, Claudio. Wir waren gerade quasi da. Und Claudio, mach, was ich mache. Verstanden? Du folgst mir jetzt. Genau. So läuft Ezio sogar automatisch mit. Das finde ich sehr cool. Ja, was denn jetzt? Was zum... Was ist das für eine Menschengruppe? Was ist das? Macht euren Job, verdammt! Macht euren Job! Ey, das ist ein... Seht ihr? Da kann ich nichts für. Diese Gruppe von Menschen ist einfach zu blöd, um einfach mal ein bisschen geradeaus zu laufen. Oh, ich bin ja ungern sauer oder... Ich bin selten sauer in Let's Plays, aber jetzt gerade bin ich doch schon ein bisschen angepisst, muss ich ehrlich mal sagen. Kommt diese Gruppe auch mal wieder? Oder darf ich jetzt warten, bis der Nikolaus vielleicht wiederkommt? Oh, da hinten kommen sie ja. Das ist ja schön. Das ist ja echt schön, dass ihr wiederkommt. Finde ich cool von euch, ne? Doch inzwischen sind wir bei den letzten Kadrini angelangt. Es ist hoffnungslos. So. Das geht nicht nochmal los, oder? Genau. So geht's so. Claudio, folgen. Guter Claudio, guter Claudio. Wir bleiben in diesem kleinen Eckchen, sodass uns nichts passiert. Und Claudio, du folgst mir. Bleib sowas von an mir dran. Wie Zecken. Haben wir es jetzt? Oh, wurde aber auch Zeit. Für so eine kurze Strecke, so lange. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Ja, das wissen wir schon.
Außer wenn das Spiel so gemein zu mir ist. Jetzt muss ich also meinen Bekanntheitsgrad verringern. Und ich habe wie immer verschiedene Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen. Und für volle Synchronität darf ich dabei nicht entdeckt werden. Wenn ich mich recht entsinne. Wo ist denn dieses olle Plakat? Warte mal, war das gerade da? Oh, Tatsache, ich hab's übersehen. Schickes Bild. Ich sagte immer, Ezio, deine Kapuze verrät dich eigentlich total. So. Da unten haben wir einen dieser Typen, die wir killen können. So. Perfekt. Und damit bin ich jetzt nicht mehr bekannt. Keine Sau weiß noch, wie ich aussehe. Was zwar irgendwie keinen wirklichen Sinn macht, aber so funktioniert das eben. Und jetzt zurück zu La Volpe. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt nun die Voraussetzung geschafft habe für volle Synchronisation. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Also, im Galopp schnell zurückreiten. Und diese vermaledeite Mission ganz schnell hinter mir lassen. Das war wirklich mal eine unendlich peinliche Folge für mich, weil ich das mal richtig verschissen habe, aber... Naja, passiert. Ich habe gar keinen Bock. Scheiß aufs Herz. Rennen wir den Rest des Weges halt. Wir merken schon, heute in dieser Folge ist definitiv der Wurm drin. Ich habe mal richtig gefailt, ohne Ende. Hier, dafür beklaue ich diesen bettelnden Fettsack. Warum auch nicht, ne? Hi, La Volpe, na? Sweetheart? Was war das für eine Nacht? Volpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Und mit dem Architekten sprechen, um die Diebesgilde zu renovieren. Ah, eine Taverne ist immer gut, ne? Auch diesmal geht das gratis vonstatten und voilà. Ein ganz gänzlich anderes Gebäude auf einmal. Sieht gar nicht so übel aus. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Und so haben wir mittlerweile 3 verschiedene Leute zu Isola La Tiberina geschickt. Ist doch super. Und tatsächlich volle Synchronisation. Cool. Hab ich jetzt gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ist doch auch gut. Worums Einkommen ist dank dessen auch mal wieder gestiegen. Dann muss ich doch irgendwo diesen Anschlag geben. Genau, Aufträge der Diebe erhalten. Aber erstmal... Was muss man denn hier machen, um bei denen aufzusteigen? Ach Gottchen. 250 Florin bei Taschendiebstählen? Das mache ich ganz schnell. Distanzwaffen töten, Luftattentate auf Wachen von einem Balkon ausgeführt. Okay, und so weiter und so fort. Und damit sind wiederhergestellte Erinnerungen signalisiert. Okay, das klingt cool. Und hier kann ich wahrscheinlich mit La Volpe reden, um die Aufträge in der Stadt freizuschalten oder so. Ezio. Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi. Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. Ich hoffe, ich krieg jetzt nicht direkt einen Auftrag, oder?
Nein, nein, nein. Jetzt habe ich weitere in der Stadt einfach freigeschaltet. Genau. Das Würfelspiel Hazard steht mit ab sofort eine Diebesgilde zur Verfügung. Och, nö. Die Glücksspiel habe ich gerade nicht so Lust drauf. Ganz ehrlich nicht. Doch die Folge ist eh schon wieder viel zu lang und... Oh, wir sehen schon, meine Bank füllt und füllt sich. Wir sollten hier beim nächsten Mal auf jeden Fall weitermachen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid. Hört ihr das? Ich bin schon voll durcheinander wegen dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es mal wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Alex, bis dann!